Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so eine Badewannenarmatur richtig montieren und somit auch einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Wasserzuleitung für Kaltwasser und auch für Warmwasser ist richtig abgesperrt. Die Hahnverlängerungen sind in etwa bündig mit den Fliesen bzw. sogar etwas tiefer in der Wand drinnen. Das kann man bei einer Badewannenarmatur und Duscharmatur ruhig auch machen. Und wie du sehen kannst, habe ich das Ganze auch noch zusätzlich mit Silikon außen abgedichtet. Das sollte man natürlich erst machen, wenn die S-Anschlüsse auch dementsprechend richtig angebracht sind. Doch diese machen wir jetzt natürlich einmal hier rein. Ich persönlich drehe diese erst einmal ohne Abdichtung in meine Wandanschlüsse hinein und markiere mir anschließend das Ganze, wenn die S-Anschlüsse auch richtig ausgerichtet sind. Der Vorteil hierbei ist, dass man sich jetzt nicht Gedanken darüber machen muss, wenn ich meine Abdichtung wieder etwas zurückdrehe, das im schlimmsten Fall vielleicht sogar etwas undicht sein sollte. Danach richte ich mir beide Anschlüsse einmal so aus, dass sie am Ende wirklich schön im Wasser liegen und vor allem auch von Mitte-Anschluss bis Mitte-Anschluss genau 15 cm haben, welche auch genormt sein sollten. Das Ganze können wir übrigens auch Außenkante bis Außenkante messen oder was noch leichter ist, wenn deine Wasserwaage hier so eine entsprechende Skala hat. Ich weiß, das hier rumdrehen, das dauert am Anfang immer etwas, deswegen haben wir es ja auch noch nicht eingedichtet. Wenn es aber wie bei mir passt, können wir mal eine durchgehende Markierung bei der Hahnverlängerung und dem S-Anschluss bzw. auch bei der Fliese machen, da diese natürlich später von der Rosette E überdeckt wird und das Ganze natürlich auf der anderen Seite genauso. Ich persönlich markiere mir dann das Ganze auch nochmal mit einem kleinen L, dass ich auch weiß, dass das mein linker Anschluss ist, das der rechte Anschluss und wir können diese zwei Anschlüsse auch schon rausdrehen und fachgerecht abdichten. Ich persönlich empfehle beim Abdichten von S-Anschlüssen auf jeden Fall Hanf, da wir das Ganze anschließend auch wieder leicht zurückdrehen können, ohne dass es sofort undicht wird. Das Problem haben wir nämlich bei Teflonband, doch wenn du das natürlich damit auch abdichten möchtest, dann habe ich hierfür auch schon ein extra Video auf meinem Kanal. Jetzt das Gewinde aber erst einmal am besten mit einem Sägeblatt etwas besser aufrauen. Danach ca. 10 bis 15 cm Hanf nehmen. Hierfür halte ich das eine Ende meiner linken Hand fest und kann anschließend den Hanf auch schon in Gewinderichtung einmal auf das Gewinde aufbringen. Wichtig dabei, man sollte auf jeden Fall den ersten Gewindegang freilassen, da dadurch das Gewinde anschließend noch besser anpacken kann. Und nach ca. 2 Umdrehungen kann ich auch meine zweite Hälfte bzw. mein zweites Ende einmal hinzunehmen und schön straff auf das Ende vom Gewinde draufgeben. Anschließend noch leicht mit dem Finger in Gewinderichtung schon auftragen und wir können weitermachen. Nun mit einer Stahlbürste den Hanf in Gewinderichtung einmal noch besser in die Gewindegänge einbürsten. Etwas Vermiet auf den Hanf geben, was einfach eine spezielle Gewindedichtungspaste ist und das Ganze auch nochmal schön in Gewinderichtung auftragen. Dasselbe Spiel habe ich mit dem zweiten S-Anschluss auch gemacht und wir können diese jetzt auch schon dementsprechend einmal in unsere Wandschlüsse eindrehen. Wichtig hierbei unbedingt auf die Markierung von dem linken S-Anschluss achten. Nun müssen wir unsere Anschlüsse natürlich noch so weit reindrehen, dass auch der Abstand zu unseren Fliesen passend ist. Hierfür ist es am leichtesten einfach mal die Rosette abzumessen. Bei mir ist diese genau 2,5 cm tief und dann gebe ich einmal noch 1,5 cm für meine Überwurfmutter der Badarmatur hinzu. Bedeutet, am Ende sollte der Anschluss bei mir genau 4 cm von der Fliese entfernt sein. Meine 4 cm passen in etwa und jetzt muss ich natürlich noch schauen, dass meine Markierung auch dementsprechend zu der Markierung bei der Fliese übereinstimmt. Bei mir passt es, weswegen ich jetzt mal noch beim anderen Anschluss dasselbe mache. Auch hier passen meine 4 cm in etwa, weswegen ich nur noch auf meine Markierung dementsprechend achten muss. Da ich ja alles schon ausgerichtet habe, kann ich anschließend meine Rosetten einmal aufschrauben bzw. auch aufschieben. Das kommt einfach auf das Modell drauf an. Und wir können unsere beiden Dichtungen bei den Überwurfmuttern von unserer Badewannenarmatur einmal hineingeben. Auf der anderen Seite habe ich es natürlich auch schon gemacht und anschließend einmal probieren, per Hand das Ganze leicht auf einer Seite festzudrehen. Da hat es auch schon angepackt und dann auf der anderen Seite. Und jetzt immer abwechselnd links, rechts, dass sich auch nichts spießen kann. Jetzt noch mit der Armaturenzange einmal auf der linken Seite alles festschrauben. Wichtig, auch hier gilt, nach fest kommt ab, danach natürlich auch auf der rechten Seite noch. Und wir können auch schon unseren Brauseschlauch einmal mit eingesetzter Dichtung von unten an unsere Armatur per Hand festschrauben.
Und nun drehe ich mein Schrägsitzventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, so dass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt. Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt. Und wir können mal die Armatur langsam öffnen, dass die Luft gleichmäßig herauskommen kann. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus, weswegen ich es jetzt noch mit meinen Fingern einmal auf Dichtheit überprüfe. Auch das sollte passen. Dann anschließend die Rosetten noch ganz an die Wand hinten dran machen. Und falls doch etwas irgendwo leicht tropfen sollte, kann man natürlich auch nochmal vorsichtig mit der Zange etwas stärker nachziehen. Noch als kleiner Tipp, falls du auch so einen Brausehalter anbringen möchtest. Am besten mal durch die Fliesen mit einem speziellen Diamantbohrer durchgehen, anschließend in die Wand mit einem Steinbohrer und dann solltest du, bevor du den Dübel in das Loch einsetzt, das Loch nochmal mit Silikon ausspritzen als zusätzliche Abdichtung. Und damit haben wir dann auch schon unsere Badewannenarmatur richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Badewannenarmatur, eine Brause, einen Brausehalter oder auch so eine spezielle Armaturenzange zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.